Hallo, ich habe gedacht, ich mache uns mal so ein paar kleine Videos, wo ich unsere neuen Weine, unsere neuen Spitzengewächse eben vorstelle. Den Anfang macht heute mal unser Römerberg Terrassen Pinot Noir. Ich war schon mal ein bisschen forsch und habe ihn mir ins Glas gemacht. Das tut ihm ganz gut, dass er so ein bisschen Luft kriegt. Es ist jetzt nicht, also beide Pinot Noir sind nicht gerade die Weine vom Stil her, vom Typ her, die man unbedingt dekantieren muss. Es tut mir gut, ja, aber man muss nicht. Man kann es auch einfach ins Glas geben, kurz stehen lassen. Das hilft da schon sehr viel. Ja, im Badenweiler Römerberg, glaube, dürfte mittlerweile jeder schon mal gehört haben, schon mal probiert haben, dürfte auch jeder schon ein bisschen was drüber gehört haben und gelesen haben. Die Weinberge sind komplett nach Süden ausgerichtet, Steilhang, teilweise sogar terrassiert. Diese Terrassen, die wir hier auch schön auf dem Etikett mit drauf abgebildet haben, bilden eben die Grundlage gemeinsam mit dem nach Süden ausgerichteten Steilhang. Vom Boden her komplett kalkhaltiger Boden, also ja, sehr eigentlich anspruchsvolle Bedingungen, aber das ist halt genau das, was viele Reben auch brauchen. Der Kalkmergel bringt die mineralischen Noten mit rein. Und ja, für den Rest sorgt der Weinberg per se, durch die Ausrichtung und alles. In der Nase hat er sehr viel, so ein bisschen Feuerstein, Lakritz aber auch dabei, hat eher so ein bisschen dunklere Beeren. Ja, der Wein hat sehr viel Würze und Charakter dabei. Die Kalkmergelböden geben so diese Feuersteinnoten auch mit. Bisschen was Ledriges auch. Im Mund ein ja, relativ anspruchsvoller Pinot Noir-Typ. Eher der schon deutlich fordert. Hat viel Kraft, viel Schmelz dabei. Aber sehr, sehr, sehr mineralisch. Das lässt ihn fast so ein bisschen karg wirken. Man merkt aber an den Zähnen richtig das Phenolische. Man hat die Gerbstoffe, also der hat sehr, sehr viel Gerbstoffe. Die wirken schon so ein bisschen dominant, vordergründig. Ist mit Sicherheit nicht der Schmeichler-Typ, ist nicht Everybody's Darling, sondern eher der bisschen anspruchsvollere Speisebegleiter. Ich kann mir den super gut vorstellen mit einem schönen Stückchen Fleisch. Da hat man dann eben auch durch, ja, am besten was Kurzgebratenes, da hat man den Vorteil mit dem, ja, blutigen Fleisch, mit dem nicht durchgegarten Fleisch, das Eiweiß, das bindet die Gerbstoffe. Das passt super gut, ist immer sehr spannend im Mund, macht viel Spaß. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß mit dem Wein wie mir. Und ich freue mich auf den Rest der Weine, die jetzt noch kommen. In dem Sinn, bis demnächst.